Hallo Welt, da sind wir wieder. Und unsere Moje ist hoffentlich sit und satt. Und gut geschützt gegen die Angriffe des Säbelzahntigers, hoffe ich. Ja, wir können nur zwei Sachen tragen. Wieso A auf einmal? Das A ist bei mir die Eingabetaste, da komme ich doch gar nicht so schnell dran. Ach, wir können ja einen kleinen Schutz anlegen. Boah, nein. Ach, Mann. Ins Auge. Tough. Das war der Säbelzahntiger mit unseren, oder? Hatte der nicht einen spitzen Stock schon stecken? Ich glaube schon. Schlafen. Nein, Evolution. Endlich ist hier mal was passiert wieder. Ist aber mühselig. Ausgereiftes Neuron. Neuron angeregt. Gegenangriff. Ist die Verbindung hergestellt, erhöht sich die Geschwindigkeit der Vorbereitung einer Attacke auf ein Raubtier. Aha. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber das nehmen wir auf jeden Fall. Gegenangriff. Die Geschwindigkeit der Vorbereitung einer Attacke gegen ein Raubtier hat sich erhöht. Halte die Leertaste zur Vorbereitung des Konters. Halte? Okay. Bewege die W-Taste, um dich dem Angreifer zuzuwenden. Okay, mittlerweile haben wir rausgefunden, die W-Taste, damit ist die Maus gemeint. Bewege also die Maus, um dich dem Angreifer zuzuwenden. Komischerweise bei dem Angriff jetzt gerade eben, meine ich, hätten wir uns eher so abgewendet vor Schreck. Da habe ich ja nicht mit gerechnet in dem Moment. Und dann lass die Leertaste im richtigen Moment los, um zu kontern. Naja, bis wir jetzt wieder auf Jagd gehen, vergeht wahrscheinlich wieder eine ganze Weile. Und weiter, oder? Ja, da haben wir das doch bestimmt vergessen. Also drauf
bewegen, aber das Seltsame ist, wenn wir das Klingeling hören, dann müssen wir die Maustaste drücken. Davon steht hier nichts. Und das ist mit der Leertaste nicht getan. Das haben wir schon mehrfach ausprobiert. Gegen ein Raubtier können wir uns jetzt besser verteidigen. So, so. Und was machen wir mit dem Rest da drin? Lernen ist nicht einfach. Und wir sind nicht mal verletzt. Hey, wo ist denn unser Dingens? Wir haben doch hier so einen runtergeworfen. Granitfelsen, was ist das? Basaltchopper, genau, einprägen. Nur so ein bisschen. So vorsorglich, falls der Dings angreift, da. Der Eber. So, aber jetzt. Verändern. Ach, Quatsch. Ach nein, was machst denn du da? Du sollst doch... Na okay, der Stock ist auch lustig. Ach so, Moment, wir halten das Ding in der falschen Hand. Zerteilen. Nochmal. Wir haben den Knochen, okay. Fallen lassen. Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Hey, sie hat sich daran schon gewöhnt. Ist da nichts mehr drin für uns? Oh.
Ziemlich voll, der Kreis. Aber was Neues ist jetzt nicht durch das Zerteilen hinzugekommen. Das hier hätte ich gerne. So, ich hoffe, der Säbelzahntiger hier in der Gegend, der kommt nie wieder. Also die Schweine, die wir auf der anderen Seite getötet haben, die sind nie wieder gekommen. Na, ich glaube, wir schlafen mal. Wollte ich doch noch mal gucken. Ob das hier geht. Das sieht doch so kurz aus hier. Nee. Das dauert ja so lange. Zurück. Immer noch kalt. Und mit dem hier können wir nichts machen. Ein Knochen hatte er nur. Die Wildschweine sind auch alle weg.
Ah, die schlafen bestimmt noch. Ich hab... Na, da können wir nicht dran schnuppern, okay. Ja, ich habe versucht, die Maus in die Richtung zu drehen, aber die blieb einfach stehen. Da war nichts zu machen. Also Wildschweine müssen wir noch üben in der nächsten Folge, die zu kriegen. Zum Glück hat's uns nichts gebrochen, weil wir den Schutz drauf hatten. Aber der Schutz ist komplett weg, wie man sieht. Naja. Ja, hilft alles nichts. Was ist das hier noch? Vorbereitung einer Attacke kann noch gegen einen speziellen Typ von Gegner erhöht werden. Ein spezieller Typ von Gegner. Ich glaube, das Schweinetöten bringt jetzt auch nichts mehr, oder? Doch hier. Die Fähigkeit, auf eine Bedrohung zu reagieren, kann weiter verbessert werden, wenn Flucht- und Kampfreaktion verbessert werden und das Training ausreichend ist. Schweinetöten. Ein weiterer Typ, Gegner. Das hat nicht geklappt hier. Lass im richtigen Moment los, ja, aber wir konnten ja gar nichts machen. Uff. Ja, wie gesagt, das müssen wir noch üben. Naja, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.